Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Das Schwarze Auge Drakensang. Ja, hier mit mir, mit dem von und zu Horsti. Es wird wieder Horstig, Leute, es wird wieder Horstig. Ja, Horstig, warum Horstig? Einfach so, weil ich Horstig bin. Ganz einfach, Leute. Da haben wir den nächsten, Rotti. Ich kann wieder zaubern, Leute. Natürlich ist es immer cool. Ich mach das schon. Sie hat genügend Pfeile jetzt. Sollten wir eigentlich hinbekommen, das Ganze. Hier unten. Ja, wo sind wir? Wir sind tief unter Ferdok. Alle mal hergehört. Und werden hier die Ratten besiegen. Nö, du wirst auch noch diesen Ding hier ausnehmen. Tierkunde. Fehlschlag, lasst mich raten. Nö, Sehnen und Lederbänder. Für was braucht man eigentlich die Sehnen, Leute? Keine Ahnung. Ja, wir sind tief unter Ferdok. So, ja, der Grund, warum ich nicht zaubern habe können, war ja einfach der, weil ich einfach doof war und einen Metallhelm getragen habe. Und beim Metallhelm kann man nicht zaubern. Das ist so. Ja, es ist natürlich bitter. Okay, das sind gleich einige mehr. Flammenstrahl. Habe ich zweimal? Na, Donnerkeil. So, du wirst hier diesen machen. So, du wirst auf jeden Fall die Finte machen. Ja. Ja, genau, du wirst die Finte machen. Richtig geraten. Bei meiner Axt. Sind alle beschäftigt, jetzt haben wir wieder einige Ratten hier. So. Boah, das sind viele Ratten. Schaut euch die Rattenplage hier an. So, du wirst diesen hier jetzt machen einmal. Alles klar. Feiris. Ah, Feiris sag ich. Kladis. Boah, das sind viele. Ich weiß gar nicht mehr. Folgt mir. Flammenstrahl. Ich versuche mein Bestes. Ja, der Ado kann ja auch nicht mehr hinhauen. Weil er gerade verwundet ist. So ein bisschen halt. Wundbrand. Wundbrand. So, ich sollte Einbeersäfte nehmen. Einen Einbeersaft benutzen. Hat er noch Einbeersäfte? Vorgrim hat auch keine Einbeersäfte mehr. Heilsalbe. Heilsalbe. Kann man die eigentlich auch benutzen? So, du wirst diesen hier machen. Diesen hier. Kladis kann nichts machen, ja auch nicht. Ja, ich bin ja komplett verwundet. Flimflam Flunkel brauche ich jetzt nicht. Na klar, gute Entscheidung. Ja, ich finde, wir sind fast tot, Leute. Donnerkeil auf diese Ratte hier drauf. Alle mal hergehört. Ähm.
Alles klar. Gladys kann jetzt nichts machen. Er zaubert so lang. So, fertig. So, jetzt heilt euch wieder auf, Leute. Werde ich auf jeden Fall alles. Schaut euch das an. Wahnsinn. Das ist unglaublich. So viel auf einmal. Dann werden wir auch alle jetzt looten. Ich glaube, das braucht die restliche ganze Folge. nur mit dem Loot. Alle looten, was geht. Ah, nö, du hast ja keine Tierkunde. Ja klar, dass er fehlschlägt. Du solltest looten. Keine Tierkunde machen. So, sie wird die Tierkunde machen. Und zwar die Gladys. Die Gladys, sag ich, die Rulana. So. Komm, mach inne. Die Rattenplage. Naja, die Rattenplage. Gulmonte, ist gut, dass ich das. Das ist Plumblumbarum. Ich muss mal schauen, ob ich das habe. Das kann ich ja dann auch aufschmeißen. Zaubern. Aber jetzt tue ich mal alles looten. Fehlschlag. Ja, die liebe Rulana wird jetzt hier einmal alle tierkundisieren. Fehlschlag, so. Ja, ich auch Tierkunde. So, dann haben wir, glaube ich, den letzten jetzt. So, Leute. Spiel speichern einmal. Und wir werden weiter marschieren. Hier können wir auch nichts mehr machen. Hier ist zu. Tief. Ah, okay. Ich sollte auf jeden Fall Gewandtheit, Attribute für den Verteidiger, Armer Trutz, Blumenbumbarum, schwerer Arm. Nö. Habe ich nicht. Was habe ich denn für Zauber, Leute? Heilung, Spezialzauber, Flimflam, Funkel, Kampfzauber, Eisenrost, Fulminator, Flammenstrahl, Eigenschaften. Was ist dieser schwere Arm hier, schnell? Dieser Zauber wirkt sich lähmend auf die Widersacher aus. Laufgeschwindigkeit, okay. Ja, hat er jetzt ehrlich gesagt nicht. Hat sie das? Funkentanz. Kleine Tanz der Funken in aller Farben der Regenbogen. Des Regenbogens umhüllen den Verzauberten, lenken mögliche Gegner ab und erschweren es, einen Treffer zu landen, okay? Ja. Keine Ahnung. Gut, gehen wir mal weiter. Oh oh, irgendwie. Die Musik, Leute! Die Gittertür ist zu. Tief unter Ferdok. Diese Rattenplage. Sind wir eigentlich schon fertig? Da haben wir schon
gekämpft, Leute. Also mir kommt jetzt eine Erinnerung hoch, dass wir eigentlich schon... Warabosch! Hey! Hi! Da seid ihr ja! Nur keine Müdigkeit vortäuschen! Diese Höhlen sind sehr groß! Sagt mir Bescheid, wenn ihr was braucht! Okay. Was gegen Ratten könnte ich gebrauchen? Naja, dann zeigt mir, was ihr habt. Bringt mich zurück zum Ausgang, euren Bruder Vorwisch. Ich brauche ja nichts sagen. Was gegen Ratten könnte ich gebrauchen? Pechfackel. Einfacher Verband, 2 Dukaten. Her mit dem Geschmeiß, Leute. So, ich kann dir was verkaufen. Was denn? Haarnadel, Einbeere, Heilsalbe, Rostengenägel, Pfeilspitzen. Äpfel kannst du haben. Kohle. Wolfsrattenschwänze. Tellerhelm kannst du auch haben. Amazone voraus. So, was brauchen wir da hier nicht? Pfeilspitzen, Wolfsrattenschwanz. Jo. Die Gladys. Was hat sie? Sie hat gar nichts zum Hergeben. Lederbänder, Heilsalbe, Opferliste, Einbeere, Belmerblatt, Wieselkraut, Schleifstein, Hornadel, Bärenfalle. Helles Pferdogar, weg mit dem. Handel abschließen. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt... Gulmontee nehmen. Benutzen. Das nehme ich einmal in Gulmontee, dann braucht es Gladys. Folgt mir. Die Gladys. Hast du Gulmontee? Nö. Aufteilen. 5. Alles klar. Alle mal hergehört. Aufgepasst. Wer hat denn das jetzt? Bin ich? Ferdocker? Ah, okay. Und zwar bekommt das die Gladys. Sie wird es nicht benutzen können. Ja, weil sie hat diese Magie nicht. Den Gulmontee kann er sicher auch nicht nehmen. Oh ja doch, er kann es nehmen. Warum in dieser Tasche? Gib's in diese Tasche rüber. Das nimmt er den Gulmontee. Somit müsste das jetzt auch weg sein, ja. Aber warum sie es nicht nehmen kann? Das bin ich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein Zwerg, ein Wort. Na klar. Ja, er, sie kann es nicht nehmen. Leichter Wundbrand. So, dann gehen wir mal weiter. Wir werden hier die Lesser footen. Die Fässer looten, Leute. Einfacher Verband. Na bitte. War ich hier nicht schon einmal? Zehnmal Quellwasser, helles Pferdocker. Ja. Okay, werden wir mal safen. Auch hier einen Speicherpunkt setzen. So. Hier geht's weiter runter. Irgendwie traue ich mich hier nicht. Was ist hier? Okay. Was haben wir da drin? Keine Ahnung.
Oh Leute, schaut euch das an. Fyris. Fyris sag ich, Hulana. Ja, das kommt davon, wenn man nebenbei auch noch das andere Drakensang am Fluss der Zeit spielt. Boah. Komm schon. Du sollst hier. Bei Angroschbart. So. Bei Angroschbart. Das bin ich. Finte. Ja. Komm schon. Ja. So, ich zauber jetzt schon fleißig. Boah, das sind so viele Leute. Da, nieder mit dem. So, sie wird jetzt hier drauf schmeißen. Gladys ist verletzt. Gladys ist tot. Amazone voraus. Ja, was ist da? Sterbend. Ein Zwerg, ein Wort. Sie kann jetzt nichts machen. Einbeersaft habe ich keinen mehr, ne? Eine Einbeere benutze ich einfach. Lass das mal Vorgrim machen. So, du wirst einen von denen wegstoßen. Bei meiner Axt, bei Angroschbart. Ja, sie ist ja tot. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich mach das schon. Du machst diesen hier. So, fertig. Jetzt müsste sie wieder aufstehen. Ja, sie steht wieder auf. Ja, da waren wieder so viele auf einmal, Leute. Ja, es ist gar nicht so einfach. Wieder alles looten, was geht. Alles klar. Nö. Ja, die Klad ist vergiftet. So, alles nehmen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon bereit bin für dieses Abenteuer hier unter Ferdok. Ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht, Leute. So, sie hat ja Tierkunde. Ich glaube sogar schon gemaxt, glaube ich. Die Rulana. Da muss ich mich mal aufheilen. Ja, ich habe vergessen, Gulmund-Tee zu kaufen und so. Schon geschehen. So, sie ist auf jeden Fall kritische Wunde. Und leichter Wundbrand. Und sie stinkt. Gut. Was hat sie? Gulmund-Tee.
kann sie nicht trinken. Quellwasser, vielleicht ein Verband. Den benutzt sie jetzt einmal. Ich werde einen Gulmond-Tee trinken. Schauen wir mal, was sich das alles bringt. Ja, bei ihm hat sich der Gulmond-Tee jetzt nichts gebracht. Sie hat die kritische Wunde besiegt. Benutzen noch einmal. Das bin ich. Ja, und sie kann den Gulmond-Tee nicht trinken. Was ich nicht verstehen kann. Sonderfertigkeiten zum Beispiel. Hier. Talente. Zum Beispiel. Heilkundegift hat sie nicht. Magiekunde. Wird sie komplett auf 6 geben. Heilkunde Wunden. Ja. Werde ich gleich übernehmen. Kann sie jetzt den Kulmund-Tee trinken? Ne, den kann sie noch immer nicht trinken. Wieselkraut. Ja, also sie bleibt leichter wundbrandisiert. Was kann ich machen, damit sie auch den Wundbrand nehmen kann, Leute? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das wegzugeben bringt gar nichts. Ja. Also Wissen. Gassenwissen, Heilkundegift kann sie nicht nehmen, weil das so lauter Striche sind. Heilkunde Wunden hat sie eh schon 7 und Magiekunde hat sie eh schon 6. Und sie kann keinen. Na klar. Keinen Gulmond-Tee trinken. Ich versuche mein Bestes. Ja, versuch dein Bestes. Das bin ich. Ich nehme die Sache in die Hand. So, er nimmt es misslungen, schon wieder. Wie viel Gulmond-Tee muss ich trinken, damit es nicht misslingt? Verstehe ich nicht. Ja, jetzt hat's passt. So, er stinkt erst. Der Einzige, der noch angeschlagen ist mit leichten Wundbrand, bis ist sie. Den kriege ich jetzt einfach nicht weg. Gewandtheit. Attribute Fingerfertigkeit. Amatrutz. Also, es braucht nicht Plumbumbarum, schwerer Arm. Ignifatius Flammenstrahl. Ja, machen wir einfach weiter, würde ich mal sagen, ne? Schon wieder. Wer kommt denn da schon wieder? Nö, weil da gerade Musik war. So, da geht's weiter rein. Was ist das hier? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo da jetzt jemand sein soll. Schon wieder so viele auf einmal. Also. Drauf. 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 Ja, jedes Mal vertue ich mich hier. Auf den will ich das einmal machen. Zack. Ha. Komm schon. Aufgepasst. Und du wirst die Axt auf diesen schwingen, dass du ihn ein bisschen aufteilst. Das sind schon wieder 5 Leute. Ja, jetzt ist er angeschlagen und kann somit nichts mehr machen. Finde auf dieses Drecksvieh. Mit ihm kann ich nichts machen. Folgt mir. Meint ihr? Du wirst diesen hier umwerfen einmal, damit er mal am Boden liegt. Ich zaubere eh noch. Ich
Ich versuche mein Bestes. Na klar. Ich nehme die Sache in die Hand. So. Hier, der hat noch nicht viel. Aufgepasst. Folgt mir. Gladys, jawohl. Die sind auch bald hinüber, Leute. Die Gladys ist schon wieder fast tot. Amazone. Ah. Diesen hier nehmen. So. Ja, es kann keiner was machen. Lass das mal vorgehen. Ja, erledigt. So, tun wir mal looten. Gut. Ja. Die Rulana. Ja, wenn das noch weiter so geht, dann habe ich hier überhaupt keine mehr. Keine Gulmontee mehr. Ich habe nicht mehr viel. So, du willst das auch einmal tierkundisieren. Weiß schon so viel. Ja, das ist eine überlängere Folge, Leute. Und wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich mal sagen. Vielleicht habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Wahnsinn. Ja, es ist halt einmal eine längere Folge. Mein Gott. Wer sich das nicht anschaut, der schaut sich eh nicht an. Der kann mich auch mal, ehrlich gesagt. Und wer sich's anschaut, der schaut sich's an. Die meisten, ja, schauen sich's eh nicht an. Also von dem her, kann ich sogar sagen, was ich will. Ich kenne das ja. Die Leute schauen rein. Super Video, tops. Und gehen gleich wieder raus. Also das ist für mich unfair und ehrlich gesagt, schmeißt mir das meine Watchtime zusammen. Am besten gar nicht schauen, wenn es nicht ganz schaut. Schaut's oder überhaupt nicht. Also, oder ihr schaut es komplett an. Ja, also nur mal so zur Info. Gut, Dankeschön, liebe Leute, sage ich einmal. Und ich verabschiede mich hier, auch diese Folge ist beendet. Sage wie immer, Game Over, euer Horsti. Ciao.